So, zweiter Versuch der Aufnahme von Danis Hack mit Dani. Wir hatten gerade eine Aufnahme gestartet und dann habe ich ihn einfach nicht mehr gehört. Ich weiß nicht, woran es lag. Du redest jetzt einfach dauerhaft, sonst denke ich die ganze Zeit, ich höre dich nicht mehr. Ach so, du denkst, ich bin gar nicht da. Hörst du mich Ich noch? höre dich, ich höre dich. Alles Ich gut. hab die ganze Zeit geredet. Ich habe schon wieder von Iudicium Tribunalis erzählt und Alles alles. gut, alles gut. Okay. Okay, Jetzt hast du, guck mal, jetzt hast du das Intro gar nicht komplett gesehen. ja, ich kann ja resetten. Aber es war das Inferi-Intro, ne? So einfach dieses Boom. Ja. Genau. Wobei das, nee, das war nicht in Ferie, das ist das Hentai-Intro. Da Ach, wollen wir okay. natürlich korrekt bleiben. Ja, ich hab's irgendwie, kam's mir bekannt vor, jedenfalls. Ja. So, jetzt versuche ich meine Frage zum zweiten Mal zu starten. Wenn ich das richtig verstanden habe, besteht der Hack aus alten Leveln von dir, die du noch nicht veröffentlicht hast. Das ist nicht korrekt, zumindest nicht ganz. Aber hört doch erstmal den schönen Song im Ja, das ist Hintergrund. hier Dings. Das kennst du sehr gut. Ja, das ist von so einer Sitcom. Das ist von Alf, ja. Ach ja, Die Alf. Oh, da wäre okay. Auf Alf wäre ich jetzt wieder nicht gekommen. Ich habe an alles aber gedacht, sehr aber gut, nicht aber an cool, dass Alf. du das kennst, ja. Nee, das ist so eine Lüge oder so ein bisschen beschönigt für SNW Central. Also es sind auch Level dabei, die du, glaube ich, kennst und es sind auch Level dabei, die du Die ich kennen kenne. könntest. Ja, Hast du ja, nicht ja. gesagt, der Hack ist leicht? Ja, der ist leicht. Aber Der wenn ist ich sehr sie leicht. kenne, ist er nicht leicht. Doch, du hast einfach nur ein Trauma erlitten. Außer es sind Mit den ganzen Calum anderen Leveln. Level, dann ist das machbar. Ja, das ist vielleicht die richtige Kombinierung. Ja. Aber es ist sehr viel umdesignt und es sind sehr viele Sachen dabei, die irgendwie wirklich 5, 6, 7, teilweise 8 Jahre, 9 Jahre. Nee, warte, 2010 sind sogar das ein Level. Okay. Und die Hälfte ist jetzt halt neu gebaut. Ah, ich Ja, hoffe, du und bist laut alles. genug. Wenn ich jetzt über den Oh. Ingame-Sound höre, ich dich fast nicht so. Ich mache mal den Ingame-Sound ein bisschen leiser. Aber der ist gar nicht so laut. Also ich höre dich wirklich deutlich über dem So, ja, aber Sound. du bist recht leise. Kann ich mich nicht Also es geht, unterhalten? aber also man versteht dich, aber es ist vergleichsweise. Also ich habe dich ja schon am höchsten Weißt geschoben. du, was mir gerade einfällt? Es kann sein, dass ich habe hier so Billo-Kopfhörer die Apple-Kopfhörer. Und die haben ja auch ein Mikro. Ah, kann es sein, dass du mich jetzt viel besser hörst? Unverändert. Okay. Aber also Okay. man versteht dich, so ist es nicht. Nur ich will Okay. nur, dass du Ja, es so grob ist ja auch weißt. zweitrangig. Also was ich erzähle, ist ja gar nicht so wichtig. Ich darf ja nicht mehr trollen, seit du Lehrer bist. An der Stelle übrigens, hallo Schüler von vorne. Ja, aktuell keine Schüler von Conan, weil es Naja, ist ja mit also. in den Ferien, dass sind die alten Schüler sind weg. Und die neuen sind noch nicht da und das bleibt Du hoffentlich auch glaubst, eine Weile erstmal so. du hast andere Abonnenten als deine Schüler in den letzten 3, 4 Jahren bekommen. Nein, also die haben zwar abonniert, aber ich glaube, also ich weiß nicht, ob davon jetzt noch jemand zuguckt. Die gucken sich alle immer nur Ich frage 20 lieber, ich will es lieber auch gar nicht Mal wissen. im Video an. So ungefähr. Achso, Nee, aber du kannst richtig verstehen, was du selbst jetzt, ne? also SMW, ja, genau, das ist das, was ich ansagen wollte. Du hast gesagt, Ja. ich soll es versuchen ohne Save States. Wir versuchen Ja, wir können das. ja, bevor wir jetzt rumblödeln, genau, können wir ja vielleicht ein paar organisatorische Sachen erstmal Genau. ansprechen. Da kann ich nämlich direkt, wir haben jetzt gerade auch gar nicht drüber geredet mehr. Ich wollte dir ja quasi irgendeine Belohnung dafür geben, wenn du es schaffst, den Hack ohne Save State zu spielen, was auch nicht unmöglich ist. Also ich habe das relativ locker geschafft. Ich habe eine Liste gemacht mit Strichen, wo ich in welchem Level wie viel gestorben bin. Ich glaube, es waren am Ende irgendwie 350 Mal oder so. Also es geht schon, es ist schon machbar. Da hast du, glaube ich, schon schwierigere Sachen gespielt. Okay, das klingt interessant. Das könnte man jetzt, diesen Part könnte man eigentlich nutzen als kleine Aufrufaktion, dass Leute drunter kommentieren können, was für eine Belohnung du bekommen sollst. Wenn du selbst keine Ahnung hast, wirkt es mir jetzt nicht so entschlossen. Also ich weiß, was du gesagt hast, aber ich glaube, man hat es kaum verstanden. Du hast gesagt, was für eine Belohnung ich bekomme, wenn ich es schaffen sollte. Das ist so schlimm, ja? Dann rede ich jetzt, ich Oh, rede jetzt ganz. jetzt bist du deutlich lauter. Was hast du getan? Ich habe das Mikro einfach direkt vor meinen Mund jetzt gehalten. Lass das doch so. Das Wow, da ist muss ich gut. jetzt die ganze Zeit das Mikro halten. Das Schön. ist auf jeden Fall schon mal deutlich lauter. Ist das beschindert. Ja, okay, dann machen wir das jetzt so. Ich habe gerade gesagt, du wirktest mir nicht so entschlossen, was die Belohnung betrifft, falls du das schaffst mit dem Safe State lässt.
Ja, ich sehe mich eh nicht, dass ich das schaffe. Ich werde zu ungeduldig. Nein, das schaffst du. Außerdem zwing ich dich dazu. Sonst komme ich dich besuchen. Ich weiß, wo du wohnst. Ich weiß es sogar nicht. Dann gehe ich zu deiner alten Adresse und mach da Terror. Das willst du auch nicht. Ja, da wirst du niemanden mehr finden. Wieso ist das Haus weg? Guck mal, ja, aber halt, also mich halt findest du da nicht an meiner alten Adresse. Ja, dann mach ich da trotzdem Terror. Ich weiß nicht, ob du willst, dass da irgendwelche armen, mir unbekannten Leute terrorisiert werden. Ich habe keine Ahnung, wer da wohnt, also. Das kann ich dir dann vielleicht sagen. Wow, Toffee Hills und More Toffee Hills, das ist kreativ. Naja, es wird auch nicht anders. Also es gibt nur Toffee Hills in dem Hack. Ah ja, 38, komm noch mal auf den Quatsch, Punkt, wie viel Exits? Wenn ich gerade nicht gehört hat, das sind 34. Ah ja, genau, aber 29 Level. Boah, du bist ja bestens informiert. Ja, ich lese natürlich Beschreibungen durch. Krass, ja, siehst du. Ich dachte, man schreibt das nur, damit es irgendwie nach viel aussieht, aber offenbar gibt es tatsächlich Leute, die sich das durchlesen. Ist es dir nicht kaputt gegangen? Bin ich doof? Du hast schlecht geworfen, glaube ich. Oh, Frechheit. Du warst schon immer ein schlechter Werfer. Hat man denn gehört, dass ich einen kleinen Aufruf gestartet habe, dass die Leute drunter kommentieren sollen, was du für eine Belohnung bekommst, wenn dir nichts Besseres einfällt? Ja, das, ich denke jetzt, nachdem man dich jetzt besser versteht, hat man es, denke ich, gehört. Sehr gut. Du hast auch wirklich keine Idee, ja? Also das kann auch meine... Ich wüsste auch nie, was ich überhaupt... Also, was mir was bringen würde, so, keine Ahnung. Moment, eine monetäre Entlohnung. Du hast doch bestimmt PayPal, da kriegst du von mir erstmal... Sowas will ich ja gar nicht. Das wäre doch das Einfalls. Hä, das geht auch nicht. Wow, ich hätte nicht gedacht, dass du in Welt 1 stirbst. Ich wollte nämlich auch eine Strichliste machen, wie oft du gestorben bist. Das war der blaue Koopa, der hat sich... Nee. Achso, wie sieht das aus mit Yoshi Coins? Sind die wichtig? Also gehören die zu deiner Challenge? Dazu muss ich auch alle Yoshi Coins einsammeln? Okay, weil im Grunde bin ich gerade nur gestorben, weil ich mir einen Weg überlegt habe, an diese Yoshi Coins zu kommen, die da oben stehen. Nee, musst du nicht machen. Also es gibt... Vielleicht unter Umständen, man munkelt, es gibt Level, wo das wichtig sein könnte. Aber... Ja gut, das ist dann was anderes, aber ich meine jetzt, es ist nicht so, es ist speichert sich nicht mehr mit Waypoint. Nein, das hatte ich drin und das habe ich dann wieder rausgenommen, weil das... Ja, wenn das nicht drin ist, dann sind die für mich sowieso erledigt, genau. Selbst wenn sie wichtig wären, weil das kriege ich nicht hin. Ein Level komplett durchspielen, ohne zu sterben, nee, das ist nicht drin. Nee, alles gut. Okay. Aber wie kommt man die da unten ran, verdammt? Achso, hier liest die Message. Ach, jetzt hab ich ja was, wo ich da rankomme. Ja. Ach, Mensch. So, ich versuche jetzt einen Satz nochmal zu beenden, dann bin ich, glaube ich, auch fertig mit meinem ganzen Disclaim-Scheiß hier. Ich hatte so die Idee, dir vorzuschlagen, und ich wollte das unbedingt auch in der Aufnahme machen, damit du dich da nicht rauswinden kannst, dass ich dir quasi schenken könnte... Wenn du das schaffst, dass du irgendwie ein Fan-Treffen Zuschauertreffen veranstaltest, was ich dann eigentlich veranstalte oder was ich veranlasse, wo ich den Ort raussuche, beziehungsweise die Begebenheit, irgendwelche Sachen hole, Getränke, was weiß ich. Gottes Willen. Ja, das fände ich aber cool. Und ich glaube, da werden auch bestimmt einige Leute am Start. Ich glaube nicht, dass wir für sowas ansatzweise noch Zeit haben. Was sagst du jetzt? Du hast immer Sommerferien, Conan. Ja, weißt du, wie schnell die jetzt schon wieder rum waren? Oh Gott. Naja, gut. Habe ich irgendwas gemacht in den Sommerferien, aber so richtig hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass ich die Zeit genutzt habe, ja. Na gut, das mag auch vielleicht daran liegen, dass du einen Laptop hast, der erstmal immer 30, 40 Minuten warm laufen muss, bis er überhaupt funktioniert. Ja, ich lasse ihn ja jetzt an. Also wenn er an ist, dann passiert nichts. Aber jetzt weiß ich, wie die das ist. Boah, so heftiges Puzzle einfach. Unglaublich, oder? Ja, das... Achso, mir fällt noch was Disclaimer-mäßiges ein. Das kann man in dem tollen Text auf SNB Central für den Hack auch lesen. Der Soundtrack ist natürlich komplett für den Hack gemacht. Da kennst du natürlich auch manche Sachen. Weil ja, das die ist jetzt Pokémon hier. Genau, weil die bei Inferi verwendet wurden. Geht das kaputt? Ich glaube, das war dämlich. Conan, du bist so dämlich. Ja. Das war dämlich. Okay, holen wir uns den Pilz hier wieder. So.
Ist das für dich mittlerweile ungewohnt zu spielen, wenn jemand dich die ganze Zeit zuquatscht? Ja, ich habe das selten. Also vor allem den ganzen Hack lang. Soll ich vielleicht eine Oktave höher reden? Dann hast du das Gefühl, ich bin ein pubertierender Junge oder so. Alles gut. Gut. Aber dreimal gestorben für einen Exit ist schon... Ja, aber ich wollte hier gucken, was hier... Außerdem, ich verstehe. Du liest gar nicht die Yoshi-Coins. Du liest gar nicht die Message-Box. Die habe ich gerade schon gelesen. Ja, du hast sie aber nicht laut vorgelesen. Nee, du hast ja auch geredet. Ja, dann sag mir doch, dass ich meine Fresse halten soll. Nö, die kann jeder selber lesen. Wenn ich Englisch lese, dann lese ich wieder in den Kommentaren. Conny kann kein Englisch. Nee, dann liest du in den Kommentaren, hahaha, Conny kann kein Englisch. Ja, genau. Leute freuen sich. Außerdem war das nicht, das war nur was mit Toffee, das war jetzt nicht so wichtig. Ja, aber du sollst den Hack auch ein bisschen genießen können. Ich genieße den Hack? Ich glaube, das ist der einzige Hack, den ich in meinem Leben mal fertigstellen werde, so richtig. Also der auch ein bisschen länger, was ist. Du hast doch den Hack mit Haar auch fertiggestellt. Der Hack mit Haar. Ich glaube, das ist 2020, da darf man auch als Lehrer Hentai sagen. Muss nicht sein. Ah, Mist, ich konnte nicht springen. Ey, was ist denn mit dir los, Conny? Ich habe in dem Moment springen gedrückt, als ich über dieses Ledge-Ding bin. Tod 4 war das gerade. Level 2. Tod 4, okay. Ja, das sind Erinnerungen an Trackmania. Aha. Tod 4. So hieß die Strecke. Ach so, wow, ja. Ja, lang ist's her. Unglaublich, dass du dich daran erinnerst. Es gibt übrigens ein neues Trackmania. Aha. Aha. Aber apropos neu, kennst du schon den neuen Hack von Kebab Chiller Grey Eminence? Nee, würde ich auch nie spielen. Ja, warum auch? Ist ja sowieso zu schwer, um ihn selbst etwas zu spielen. Ich hab gehört, der baut Mario nicht als Sprite ein und das will dann keiner. Ja, der baut Mario nicht als Sprite ein, sondern Mario als was? Als was ist denn Mario sonst eingebaut? Was meine ich als Sprite? Wollte ich nicht sagen, als Figur, die man spielt. Wie heißt das? Das war schon richtig. Alles gut. Ich erzähle nur. Naja, aber der Sprite ist ja... Naja, trotzdem hat doch die Figur, die man spielt, nochmal einen anderen Begriff als nur Sprite. Ja, Player Graphics. Keine Ahnung, was sagt man dazu? Ja, siehste, keine Ahnung. Okay, sehr gut, sind wir uns einig. Player. Hä, muss ich hier runter? Ja, wo soll ich denn sonst hin? Oh, wieso gehe ich denn dann zurück? Du bist einfach noch in Feri gewohnt, glaube ich. Ein bisschen zu sehr. Das war mir zu sicher, da runter zu springen. Ich meine, du erinnerst dich noch an die Namen von Trackmania-Strecken. Ich möchte gar nicht wissen, was für Traumata in Feri bei dir aussehen. Ja, Tod 1 bis Tod 4 von Urte Gurke. Nee, das war... Urte Gurke hat andere Trackmania-Strecken gebaut. Die Toddinger waren von Alessandro. Okay. Gut, dass du das hast. Dann hast du natürlich völlig recht. Ein Jammer, dass ich das nicht mehr weiß. Also Duke. Ja. Lieben Gruß an der Stelle, falls er noch zuschaut. Zuschauen tut er nicht, aber ich schreibe noch mit ihm. Aha. Ist ja ein Schüler. Er schaut nur immer dann, wenn er nicht weiterkommt. Also bei Jump hat er zweimal reingeschaut, weil er ein Puzzle nicht lösen konnte, hat er mir gesagt. Wow, da bist du sogar tatsächlich derjenige, der anderen den Tool-Assisted Walkthrough gibt. Ja, kannst du mal sehen. Aber ich musste ja ein Puzzle, musste ich ja auch nachgucken. Ich finde auch, du hast dich gar nicht so schlecht angestellt. Das finde ich auch. Also im Vergleich zu Jump Half hast du dich sehr schlecht angestellt, aber... Oh, ich will auch jetzt eine Pool-Schokolade. Ja. Also ich hoffe, es wird in Grey Eminence nicht so sein, dass es so typische Level von dir werden, die dann einfach zu lang sind. Also das ist immer das, was ich ja bei dir festgestellt habe, dass du nicht weißt, wann Level aufhören sollten. Ja. Ich habe mich auch gefreut auf den Punkt, an dem du das genau das sagen wirst. Ja, dass du es jetzt im Voraus schon vermutest, habe ich nicht mitgerechnet, aber... Naja, es ist dein Levelstil, also... Ja, aber ich habe ja hier nett gebaut, das ist ja alles... Ja, bisher ist das alles noch in Ordnung, deswegen sage ich es. Das ist ja alles lieb. Das Level hier zum Beispiel, das war auch schon mal bei einem Contest von, ich glaube... Oh, wie hieß der denn? Oh Gott. Lieben Gruß an der Stelle, aber ich weiß gerade nicht mehr, wie du heißt. Wie heißt denn der auch mit dem anderen Quäl den Conan gemacht hat? Dark DLP O2? Ja, Dark. Ja. Dark ja, und ja, Lux. Ja. Ja, bei Dark in irgendeinem Contest habe ich das Level mal eingereicht. Ah ja. Dark und Lux, I'm sorry. Die auch Evil Dings Conquest. Evil Conquest, ja. Ach, das geht dir wieder raus. Ja, moin. Weißt du, das Schöne ist, Conny, du bist eigentlich der beste Beta-Tester, weil dir passieren Sachen, das ist
Das ist unglaublich. Weißt du nicht, warum ich den jetzt mitnehmen wollte unbedingt? Irgendwie war mir danach. Schon wieder böse, lange Puzzle-Level erwartet. Ich habe keine Ahnung. Nee, aber das sind, also es gibt Level, die länger sind, aber die sind dann auch entsprechend, es gibt Möglichkeiten, sich das dann zu vereinfachen. 5 bis 6 Midway Points. Ja, so ähnlich. Du musst dir keine Yoshi-Coins holen. Ja, aber jetzt sehe ich sie, jetzt hole ich sie mir auch. Ist das jetzt eigentlich mit Discord so gesynkt, dass du den Sound vom Spiel im selben Moment hörst wie ich? Ich weiß es nicht. Du musst ja mitbekommen, ob der Sound kommt, wenn ich auf die Viecher draufspringe oder nicht. Ah, du hast recht, ja. Ja, krass. Unglaublich. Unglaublich. Also sollte eigentlich schon so sein. Du kannst dann über Discord an tatsächlich jetzt ja. mehreren Leuten auch einfach streamen. So. Es ist unglaublich. Nimmst mehr Leute in den Anruf und dann kannst du das einfach... Deswegen wird es auch als Live-Gehen bezeichnet und nicht mehr als Bildschirmübertragung, aber... Verstehe. Das haben ich bin leider nur noch in... Ich bin leider nur in verschwörerischen Telegram-Gruppen unterwegs. Oh Gott. Deswegen kenn ich mein Telegram habe ich auch, aber... Bist du auch in der Attila Hildmann Freundin von mir nutzt Telegram und nicht mehr WhatsApp. Ja. Insofern... Das habe ich auch so. Telegram ist nicht schlecht, aber ja, da sind ein paar Gruppen, die da nicht sein sollten. Aber wisst ihr eigentlich schon, dass Adrenochrom in... Ach Gott, hör auf. Furchtbar. Ich wollte mich da zusammenreißen. Furchtbar. Guck mal, da ist noch ein Secret Exit. Ach, weißt du, der kann ja nur eine Röhre oder sowas sein. Wo habe ich denn da jetzt was verpasst? Ja, tschüss. Ich bin mal gespannt, ob das klappt. Einer der wenigen Secret Exits, weil es gibt ja nur 5, genau. Naja, es gibt schon mehr Secret Exits, als du denkst wahrscheinlich. Aber dazu kommen wir später. Hä, 29 Level, aber 34 Exits? Fang nicht an zu rechnen, du Lehrer, ey. Das kann doch nur 5 sein. Nein, es gibt Level, es ist egal. Ich sag dazu jetzt nichts. Du kannst mir gerade mal sagen, wenn ich jetzt den Anruf aufs Handy switche, weil ich kurz auf den Balkon möchte. Ich habe mich im Übrigen... Du gehst jetzt keine rauchen. Natürlich gehe ich jetzt einfach. Du gehst jetzt keine rauchen. Weißt du, ich habe mich schon gefreut auf den Tag. Ich habe immer... Wir sind jetzt hier pädagogisch wertvoll und werden... Guck mal, ich hätte es gar nicht gesagt. Du hast es gerade ausgesprochen. Ja, deswegen spreche ich es ja an. Ich weiß, was du vorhast. Schlimm sowas. Ganz schlimm. Ich kann es doch machen wie früher. Ich kann einfach gehen. Wait, was ist hier hinten? Nichts. Ich wollte jetzt auf Discord auf dem Handy switchen, damit ich dir weiter zuhören kann und durchs Fenster von meinem Balkon gehen. Na, du schaffst es noch 10 Minuten zu warten und gehst dann zwischen der Aufnahme. Oh, kurz. Ist aber doch viel lustiger. Ne? Nein. Okay. Na gut, Herr Lehrer. So. Aber nur wenn ich eine 1 bekomme. Nein, dafür bekommt man ja keine Belohnung. Du belohnst ja dich selbst dafür. Was meinst du mit Lebenszeit oder so einem Dreck? Ja, mit deiner Gesundheit belohnst du, wenn du nicht rauchst. Naja, das Gesundheit ist ja auch ein relativer Begriff. Also, jetzt gerade bin ich einfach sehr gestresst, weil du so schlecht spielst. Und wenn ich jetzt eine rauchen würde, wäre ich bestimmt entspannter. Oh, ich glaube, dass sich das nicht auf deine Gesundheit gut auswirken wird. Nur weil du dann entspannter bist. Darüber reden wir vielleicht in 20 Jahren, aber das ist mir egal. Das ist mal völlig gleich. Wo könnte ich du denn... bist noch nicht zu spät. Das okay, ist dann muss es irgendeine. Es muss halt irgendeine Röhre sein. Das kann ja nicht sein. Mensch, welche ist denn ein bisschen offensichtlich? Oh. Ja, irgendeine muss das halt sein. Ja. Vielleicht mit den 2 Münzen. Ja, oh Gott. Aber das wäre jetzt ein Moment, da würde ich jetzt, wenn ich jetzt sterbe, würde ich zurückspulen. Bin ich ganz ehrlich, weil ich laufe nicht nochmal dahin. Doch, du läufst dahin, aber du kannst doch geduckt springen. Eieiei. Ja. Du musst dich, glaube ich, gewöhn dich einfach an diese Aufnahmesituation, gewöhn dich an Peach. Tue ich ja, aber wie gesagt, wenn ich Stellen nochmal spielen muss, die einfach nur Zeit dauern und nicht das Problem sind, da kriege ich nicht. Das kriege ich nicht mit mir vereinbar, das dann jetzt noch aufzunehmen, sondern dann. Hast du schon mal was von. Überspringe ich das? Hast du schon mal was von autoritärer Gewalt gehört? Ja, das ist ja die. Ich setz mich ja durch. Du setzt dich durch. Ne? Das wollen wir doch mal sehen, Kollege. Schokokuvert. So, du kannst mir direkt einen Gefallen tun. Ich weiß nicht, wir können das auch zum Schluss machen, aber du kannst dich hier auch nochmal genau umschauen. Ich zeig dir jetzt einfach direkt Secrets. Das ist, glaube ich, einfacher. Ich kann hier rutschen. Hui. Achte mal auf die Farbgebung so ein bisschen. Ja, es ist rot. Ah, da ist ein Pilz. Ja.
Da kannst du dir jetzt immer Leben holen, weil du ja ohne Safe State spielen wirst. Nee, achte mal. Okay, es ist. Um es abzukürzen, achte auf die Farbgebung im Boden. Es ist sehr offensichtlich. Achso, da kann man rein. Und das kennen wir doch irgendwoher. Yay! Jetzt Blue lies Screen. Das vor, bitte. Lies es vor, bitte, Conan. Vor allem, warte mal, warte. Das This würde ich gern von dir hören, das That. Nee, und das kannst du behalten. Ja, da ist ein kleiner Hinweis, dass man sich die Komplettlösung angucken kann. Ach so, das war schon das. Ach so, ist das jetzt eines der... Nee, das kann ja kein Exit sein. Ja, doch, das ist eins der Level ohne Exit halt, genau. Ja, genau. Deswegen, also, jetzt hast du direkt schon ein Level mehr mit Secret Exit Möglichkeit. Verstehst du? Dadurch, dass es ein Level ist, aber kein Level mit einem Exit, hast du jetzt ein Level mehr, das ein Secret Exit haben kann. Nicht nur deine 5 oder was du da hattest. Ja. Ah ja, dann reißen wir jetzt mal auf Schokolade. Hat das jetzt keinen Sinn gemacht, oder? Sinn gemacht, ich betone das ganz provokant. Nein, du hast gesagt, wenn ein Level gar keinen Exit hat, bedeutet das, dass eines mehr einen Secret Exit haben kann. Genau. Ja, das ist ja logisch. Danke. Denn die Anzahl der Exits ändert sich ja nicht und die Anzahl der Level ist um eins zurückgegangen. Exakt. Okay, das ist jetzt aber dann schon. Krieg ich jetzt eine 1, Herr Lehrer? Ich hab gerechnet. Wegen einem gutmütlichen Beitrag kann ich dir leider nicht sofort eine 1 geben. Aber was Sie gar nicht wissen, Herr Lehrer, seit ich 15 bin, verkaufe ich Gras und das ist auch nicht so einfach. Also einerseits muss man sich da durchsetzen, aber da muss man auch viel im Kopf rechnen. Was verkaufst du? Das habe ich jetzt aber nicht gehört. Hartz IV verkaufe ich. Ach, Hartz IV. Ich verkaufe mein Hartz IV. Das kannst du nicht verkaufen. Doch, da gehe ich einfach zum Jobcenter und ich muss keine 2-3 Minuten warten, dann kommt da jemand raus, der einfach zu wenig Hartz IV bekommen hat. Und dem verkaufe ich dann halt was von meinem Hartz IV. Dann verkaufst du aber Geld und kein Hartz IV. Dann verkaufe ich mein Hartz IV Geld, ja, exakt. Das war jetzt eine Kurzform. Denn Hartz IV selbst ist ja eher die Berechtigung, das zu bekommen. Vielleicht das verkaufe ich auch. Vielleicht verkaufe ich auch Peter Hartz, weil ich sein Leibeigener bin. Nee, andersrum. Du verkaufst den. Ja, gute Idee auf jeden Fall. Richtig. Ja, so funktioniert das. So funktioniert das. Der Sklave verkauft seinen Herren. Guck mal, jetzt hast du der Sklave verkauft seinen Herren. Wer hätte dann eigentlich von Zünni und dir wen verkauft? Ich war ja nicht sein Sklave und er war nicht mein Herr. Na, das wirkte aber manchmal so. Nein. Er hatte schon Gottchen. Eine sehr dominant rezessiv, hätte ich was gesagt. Dominant und devote Beziehung zueinander. Es gibt hier so viele Wege, ich will alles ablaufen. Ja, da musst du halt sterben. Nee. Jetzt gehe ich unten rum. Du bist, glaube ich, nur unten rum gelaufen. Am Anfang bist du oben. Wer den Weg oben sehen will, muss den Hack selber laden und auch spielen. Das ist eine nette Werbung. Ich hätte jetzt fast gesagt, es ist auch nicht so spannend, was du da verpasst. Aber ich finde es cool, dass es mehrere Wege gibt. Also wir können ja auch mal, bisher sind die Level ja wirklich schön, ne? Bis jetzt mal abgesehen. Ja, die sind halt ein bisschen langweilig. Da muss man eigentlich gar nicht über die Level reden, sondern... Was? Nein, sind sie nicht. Ah, das ist lieb. Das sind schön spielbare Level. So, ich habe noch kein einziges Mal gemeckert. An diesen sehr netten Satz von dir werde ich dich erinnern, wenn du drauf und dran bist, den ersten Save State zu laden. Ja, das ist ja was anderes. Das heißt ja nicht, dass das Level schlecht ist. Oder mir nicht gefällt. Das ist ja... Naja, aber du... Also das ist ja nur meine Ungeduld. Das ist ich ja Ich dachte das gerne nochmal. Ich verstehe das als absoluten Full Front, wenn du hier anfängst zu Save Staten. Und dann werde ich mein Bestmögliches dafür tun, dass du das wieder rückgängig machst. Na, ich möchte ja nicht immer die gleichen Sachen zeigen. Ich möchte aber, dass du möglichst viele Parts für den einzigen Hack produzierst. Außerdem, was ich generell mal ansprechen wollte, du fängst irgendwie bei so Jump 2 jetzt oder Jump 2, wie auch immer, hast du dann immer angefangen, in gewissen Leveln dann keine Save States zu machen. Und ich finde, als Zuschauer ist das völlig belanglos, wenn du dann ein Level versuchst oder einen Abschnitt sogar nur, ohne Save States zu spielen. Also es kickt überhaupt nicht. Wenn du so den ganzen Hack versuchst, dann ist da die ganze Zeit diese Spannung irgendwie ein bisschen bei. Ja, das mag sein, aber das ist so für mich als Spieler. An manchen Stellen fühle ich mich einfach schlecht, wenn ich mit States versuche zu spielen. Und an manchen Stellen sehe ich halt, dass es nicht anders funktioniert. Also ohne jetzt
stundenlang das gleiche Level nur hochzuladen. Ja, aber das ist ja interessant. Also so ein Raokao macht das seit irgendwie 15 Jahren oder so. Ja gut, aber so viel Zeit habe ich nicht. Boah. Und das würde dann auch keiner mehr gucken. Also wenn ich jetzt, keine Ahnung, du meinst deine 15 Schüler Parts lang das gleiche Level hochlade, das guckt keiner mehr. Nee, die Zeit das auch komplett, das wäre komplette Zeitverschwendung. Das wäre kompletter Quatsch. Das ist überhaupt keine Zeitverschwendung, weil andere Leute vielleicht auch diesen Hack ohne Save State spielen wollen. Oder also bei Jump ist das ja sogar noch wahrscheinlicher, einfach weil den mehr Leute spielen werden. Und dann ist ja der Spaß dabei. Oh, jetzt laggt es ein bisschen. Ich weiß nicht, ob du mich noch gut hörst. Ich höre dich perfekt. Okay. Dann ist ja der Spaß beim Gucken. Nein. Dann ist ja der Spaß beim Gucken auch. Kommt ja dadurch zustande, dass man halt sieht, wie du Fortschritte im Level überhaupt machst. Aber da kann man ja auch anderer Meinung sein. Ich möchte ja gar nicht sagen, aber. Ich find das viel, viel spannender, als wenn man dann irgendwie eine Stelle wegen schlechten Gewissens mal ohne Safe-State spielt. Da denke ich mir dann eher, jetzt spiel doch endlich weiter, du dumme Sau. Das darfst du denken. Die Aua! Gedanken sind ja drunter frei. Darunter kommentiert doch mal, schreibt doch mal in die Kommentare, wie ihr dazu steht. Das würde mich brennend interessieren. Ist ja nicht so, dass ich dieses Let's Play hier von Conne nur sehen möchte, nur hier dabei bin, damit ich mir das selbst noch tausendmal angucken kann. Nee, ich möchte eure Meinung hören. Ist der Springboard irgendwie crazy, mehr krass als sonst, oder kommt dir das nur so vor? Das kommt dir nur so vor. Das Normale ist, okay. Ah ja. Okay. Wow. Bist du eigentlich in dem... Ich habe jetzt vergessen mitzuzählen, das ist Was war das ja denn? Los. Das war ja eine Hitbox. Ja, das war schlecht gesprochen. Das war frech. Gesagt. Bist du in dem Level vorher einmal gestorben? Nee. Okay. Nicht, dass ich wüsste. Wenn ich jetzt nicht was vergessen habe, fünf Tode bisher. Ach, mal erzählst jetzt hier die Tode. Ja. So, das habe ich vorhin wahrscheinlich gesagt, als das Mikro noch woanders stand. Du hast nur gesagt, dass du deine Tode gezählt hast. Naja. Und dann habe ich eine Liste rausgekramt und angefangen, deine zu zählen. Das ist aber nicht so aufmerksam gezählt, wenn du schon nicht weißt, was im letzten Level passiert ist. Naja, ich war ein bisschen vertieft. Also Buchhaltung wird nix so. Naja, ist halt dann schlechte Buchhaltung. Ja. Aber ich schwöre dir, das ist gar nicht mit Absicht passiert. Und wenn dann der Mann vom Finanzamt kommt und ich sage, hä, das ist ja gar keine Absicht gewesen, dann glaubt man mir das wenigstens. Das interessiert den Mann vom Finanzamt überhaupt nicht. Doch, weil ich genauso blöd aussehe, wie ich dann offensichtlich war. Das interessiert den Mann vom Finanzamt überhaupt nicht, wie du aussiehst. Ja, das ist alles eine Frage der Technik. Den vielleicht, Mann wenn vom er schwul... Finanzamt interessiert, was da für Zahlen stehen. Ja, wenn er schwul ist, lässt er sich vielleicht von mir noch bezirzen. Nein. Glaubst du? Ja. Naja. Wenn er bestechbar ist, lässt er sich von dir bezirzen, nicht wenn er schwul ist. Naja, schwul und. Das ist ja dann die Zusatzeigenschaft. Also bestechbar habe ich jetzt gerade mal vorausgesetzt. Oder bestechlich heißt das, glaube ich, aber. Naja, aber du hast ja nur gesagt, wenn er schwul ist, damit. Genau, und das ist ja eine falsche Schlussfolgerung. Nein, das ist keine falsche Schlussfolgerung, weil jeder schwule Mann möchte auch von mir bezirzt werden. Das hast du falsch verstanden. Nein, Dani. Wieso denn nicht? Da finden wir ganz viele, die das nicht wollen. Aussage widerlegt. Ich möchte jetzt auch gar nicht hier irgendwas lostreten, aber da kannst du auf jeden Fall empirisch weniger vorweisen im Zweifel als ich. Ich möchte mich dazu jetzt nicht weiter äußern, aber ist schon so vielleicht. Also so von der Theorie. Nein. Okay, lass uns am besten, ich glaube, ich gehe jetzt. Ja, ist das irgendwie schon spät geworden? Ich glaube, ich schicke dich gleich einfach zum Rauchen. Ja, damit du mal entspannt hier spielst. Richtest du weniger Schaden an hier. Nein, ach so, da kommt was raus. Ich brauche aber ein Springboard wieder. Nein, es kommt ne... Wow. Ich dachte, es kommt jetzt. Aber es kam nicht jetzt. An dieser Stelle hatte ich einen Tod. So, zählst du auch schön mit. Ah, wir hatten den Midway Point, sehr schön. 6, ja. Ach, da habe ich gar nicht mitbekommen. Mit Waypoint eingesammelt, aber nicht mitbekommen. Auch gute Buchhaltung auf jeden Fall. Klassischer Conan. Oh
Gott sei Dank hat man den Midway-Point. Ist ja ein fairer Hack. Ja, bisher bin ich voll zufrieden. Schön. Sehr schön, das freut mich. Da will ich hoch. Aber da brauche ich ein Springboard wieder. Das heißt, dann muss ich da hinten ein Springboard bekommen. Ja, gut, man kann ja hier auch den ganzen Weg zurück. So, jetzt gehen wir... Es ist direkt hier. Oh. Ah, oh, man sieht die Plattform sogar. Kein Blindjump. Gut gemacht. Ich habe das, glaube ich, mal irgendwann umgesetzt. Das Level ist, glaube ich, auch... Das ist 6 Jahre jetzt alt oder so. Sind das die ganze Cookies? Ah, das sind Cookies. Das sind Cookies. Ja. Ich glaube, die ganze erste Welt ist von 2014. Dann hatte ich irgendwann aufgehört damit. Dann habe ich ein paar Monate später neue Level da hinzugefügt von alten Hacks. Dann habe ich aufgehört wieder. Naja. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob du das hinbekommst. Ich glaub, da das muss ist, ich durch. Das ist, glaube ich, machbar. Da muss ich. Das ist nur nicht so ganz ersichtlich. Ja, ich muss erstmal gucken, was noch in dem Level ist. Dann kann ich vielleicht überlegen, wie ich da durchkomme. Ob man mit einem Stern das Ding killen kann. Ach so. Ja, gut. Ist nicht so ersichtlich. Was soll ich anderes tun, als hinten dran vorbeiklettern? Ja, der Hack ist alt. Der Hack ist schlecht. Der Hack ist nicht schön. Wenn ich mir so das Level von Zariel jetzt zum Beispiel, was er für den VLDC gemacht hat, meine Güte, ey. Ich glaube, da würde man das hier würde man einfach unnötiges Gimmick in einem Level nennen. Das ist. Findest du? Ach, weiß ich nicht. Ich fand es auch cool damals, als ich es gebaut habe. Ich finde okay, aber den Abschnitt, warum nicht? Ja, weil das so einbauen. Weil jetzt alle Leute immer, oder viele Hacks so, oder viele Level besser gesagt, als sich wirklich mit Gimmicks beschäftigen und dann ein Gimmick lieber das ganze Level über durchziehen, als so einzelne Räume zu machen. Aber vielleicht ist das auch nur mein Eindruck. Das ist schön, dass du das so siehst. Go on into the chocolate room of the Obelix Twins. Ah, ich glaube, ich weiß, welche Gegner kommen. Wait, da kann man hoch. Du hast gerade tatsächlich Englisch vorgelesen, Conan. Ah. I'm super amazed. Oh, nee, okay, ich habe mit anderen Gegnern gerechnet. Go on to the chocolate room of the Obelix Twins. Aber yeah. Der Name ergibt tatsächlich Sinn. They are fat. Der andere hat sich übrigens verabschiedet. Jetzt haben sich beide übrigens verabschiedet. Ah, nee, da kommt er wieder. Aber der andere hat sich verabschiedet. Das finde ich gut. Jetzt kann ich den anderen wieder reinladen. Hallo. Oh, das ist so ein unglaublicher Bossfight. Das ist einfach nicht zu fassen. Du kannst eigentlich die ganze Zeit stehen bleiben. Ich glaube, du schaffst es trotzdem zu sterben. Nee, nee. Hier nicht. Tschüss. Boah. Tschüss. Tschüss. Alter. So. Wow, du hast es geschafft. Ich hab's nur spannend gemacht. Never mind, das hast du sehr gut gemacht. Danke, danke, danke. Jetzt hast du gar nicht den Checkpoint gesehen. Es gibt immer noch so einen Boss-Checkpoint in der Brille. Ach, hätte es sogar gegeben. Das ist ja fair. Ja, ja. Das ist ja ungewöhnlich fair. So. Also für dich ungewöhnlich fair. Ja, 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 ja. Dichotomie Dessert. Dessert. Das Dichotomie Dessert. Das ist eine ganz große, eine Feinheit aus der französischen Küche. Und so, zwar ist es ein Sandkuchen. Ah, Mensch. Alles klar. Ja, dann geht's das nächste Mal in die Sandkuchenwüste, in der Nacht ist. Von Tag zur Nacht. Ja. Achso, das ist übrigens, das ist so ein bisschen, ich habe damals sehr viel One Piece geguckt, glaube ich. Ja. Okay, Vorsicht mit Spoilern. Nein, ich bin auf dem Stand von, wie hieß denn das nochmal, Marineford oder so? Ja. Ich weiß nicht, ob das ein Spoiler schon wäre. Ja, für mich nicht, aber... Okay. Ich würde einfach grundsätzlich nie irgendwelche Story-relevanten Sachen sagen. Ich habe das sehr verdrängt, wie empfindlich, also nicht böse gemeint, aber wie empfindlich du Spoiler betreffend reagierst. Nein, also, das geht ja nicht nur um mich, also ich es mir darf einfach ich, nur... Darf ich erzählen, dass Ruffy einen Strohhut hat? Das wirst du wohl erzählen dürfen. Okay, das ist gut. Und daran erinnere ich mich noch. Nee, das war einfach nur so das Gimmick jetzt, dass man so von Insel zu Insel geht. Ich hab's gar nicht ausreichend thematisiert, als das darauf kommen könnte. Ja, ja. Nein, ich möchte ja nur meine Zuschauer vor allen möglichen Spoilern bewahren, so gut es geht. Ja. Ich weiß ja nicht, ob jemand gerade erst anfängt, One Piece zu gucken. Das gibt's ja auch. Menschen, die jetzt gerade erst anfangen und dann sind selbst Sachen, die... Ich erinnere mich an deine Haltung zu diesem ganzen Thema. Ja, das hat sich aber nicht geändert. Weißt du was? Ruffy wird Piratenkönig. Ja, doch, gehen wir mal von aus, ne? Ja, ich weiß das. Das kannst du noch gar nicht wissen, weil der Manga noch nicht mal durch ist. Aber gut. Jetzt können wir es mir zum Ende des Parts, damit es auch nicht so viele Leute mitbekommen, die jetzt abgeschaltet haben, haben jetzt Pech.
Jetzt sage ich es euch, ich bin wie heißt der? Ishiriro Oda oder so. Okay, ich bin weg, das war mir jetzt zu viel. Du bist nicht der Zeichner von One Piece. Nein, aber ich bin ein Editor. Aber der ist sehr genial. So, aber egal an der Stelle, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, euch gefällt das Projekt soweit. So geht's in den nächsten Parts weiter. Ja, und Dani geht jetzt erstmal auf den Balkon und sonnt sich eine Runde. Jetzt wird sich besonnen.